Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Heute mit einem Kanal-Update der etwas anderen Art. Es war einiges auf meinem Kanal los, sehr viel. Ich habe sogar ein Video von mir selber gelöscht. Ihr wisst, Günni vom Breakout-Kanal löscht momentan viele seiner Videos. Der Survival Pete löscht viele seiner Videos. Und jetzt hat es auch mich erwischt. Und wenn ihr wissen wollt, was das war, und wie es auf meinem Kanal weitergeht, oder ob es auf meinem Kanal weitergeht und was dieses Bier damit zu tun hat, bleibt einfach dran. Ich brauche eben 2000 Watt. Also neue Videos werden momentan bei mir kaum noch monetarisiert. Sobald du ein Video machst über das böse Mexican Bier hier, Anführungszeichen, werden die Videos demonetarisiert, das heißt, du verdienst nichts mehr in Werbung. Mittlerweile ist es auch so, dass wenn ich neue Videos hochlade, sind die zuerst mal auf demonetarisiert eingestellt. Sprich, meine YouTube-Einnahmen sind von Dezember auf Februar um 75% eingebrochen. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. YouTube geht auch momentan hören, hat zum Beispiel ganz viele Videos gelöscht, die diese von den Linken, dieses Video, habt ihr ja gesehen, wo die gesagt haben, diese 1% wären bla bla bla. Und der andere dann gesagt hat, naja, die arbeiten dann alle für uns, die werden reihenweise gelöscht. Und so war es auch bei mir, ich habe ein Video hochgeladen, da ging es um den schwärzesten Tag der Demokratie, um die Wahl in Thüringen. Und dieses andere Video war auch mit drin. Und als ich dieses Video hochgeladen habe, sind plötzlich alle meine Videos. Normal schaut das so aus, ich blende es euch ein. Und plötzlich sah das so aus. Das heißt, alle 150 Videos waren mit einem Warnschild versehen. Was meines Erachtens so der Kanal war zur Überprüfung, ob er gelöscht werden soll oder nicht. Und tja, jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, mache ich überhaupt noch weiter? Habe ich auf sowas überhaupt noch Bock? Ich bin ja eigentlich kein politischer Kanal, sondern bei mir geht es eigentlich um Outdoor und es geht um Krisenvorsorge. Manch einer hat mich schon spaßeshalber als der Blackout-Kanal bezeichnet, in Anlehnung am Breakout-Kanal vom Günni. aber bei mir ist es halt einfach so, dass ich mir denke, manches kehrt einfach an die Öffentlichkeit. Das ist oft gerade eine Randnotiz oder viele machen sich da keine Gedanken und dann denke ich mir halt, nein, das muss einfach raus. Das ist, naja. Und mittlerweile ist es so, wenn du Krisenvorsorge machst, bist du eh schon politisch. Weil viele verwechseln meinen Kanal mit einem Prepper-Kanal und Prepper-Kanal, die haben alle böse, die sind alle Nazis und was weiß ich alles. Ja, naja. Mein Video zum Thema Meinungsfreiheit kennt ihr ja, das verlinke ich euch gerne mal oben oder unten. Wer es gern sehen will, wie ich darüber denke, dass wir die halt einfach schlichtweg nicht mehr haben. Bei mir ist es halt mittlerweile so, ich investiere in YouTube mittlerweile, man kann sagen, rund 30 Stunden in der Woche, jede Woche. Sonst kannst du keine zwei Videos nicht machen, das funktioniert schlichtweg nicht. Und habe deswegen meinen Hauptjob, ich bin ja selbstständig und habe eigentlich eh schon 45-50 Stunden Woche, dementsprechend auch reduziert, weil ich 80 Stunden oder 70 Stunden in der Woche, das ist mir auf Dauer schlichtweg zu viel. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ja. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich das, was ich quasi in meinem normalen Job weniger verdiene, zum Großteil zumindest mit YouTube auffangen kann. Das hat auch schon ganz gut geklappt. Aber wenn natürlich die Einnahmen um 75% einbrechen, dann überlegst du halt auch, kann ich mir das auf Dauer eigentlich noch leisten und ist es das alles einfach noch wert? Die Miri sagt auch schon, wenn wir draußen unterwegs sind und ich habe die Kamera dabei, ich habe die nämlich immer eigentlich mit dabei, ihr seht nur die wenigsten Videos davon, weil wenn nicht viel passiert, dann mache ich auch kein Video drüber, das ist langweilig. Nur die sagt halt auch schon, ist es das alles eigentlich wert? Ich habe zum Beispiel auch privat schon einige Vereinsämter aufgegeben, ich war also Vorstand. Und wie gesagt, manche sehen meinen Kanal als Prepper-Kanal, was er definitiv nicht ist. Und Prepping und gewisse Institutionen, das passt schlichtweg in der aktuellen Situation nicht zusammen und deswegen habe ich meine Ämter freiwillig abgegeben, bevor hier irgendwas auf den Verein zurückfallen würde. Und wie gesagt, und hier stellt sich wieder die Frage, war es das alles wert? Also wie gesagt, wenn ich einfach so drüber nachdenke, muss ich mal sagen, der ganze Aufwand und dann das, ist es mir eigentlich nicht wert. Ich werde es also so machen wie der Günni.
werde meinen Kanal schließen. Ob ich die Videos auch lösche, weiß ich noch nicht. Das werde ich mir noch überlegen. Andererseits muss ich ja sagen, das wäre ja Feigheit vor dem Feind. Und als Reservist und Gebirgsjäger muss ich sagen, das geht ja gar nicht. Oder wie die Marines das so schön sagen, Rückzug zur Hölle. Jetzt erst recht, sage ich. Außerdem habe ich da drum noch so viele Videoideen, die raus müssen. Mich würde es ja zerreißen, wenn ich es nicht mache. Also nein, ich werde meinen Kanal nicht so machen. Ich habe noch ganz, ganz viele Ideen und welche. Und ein paar von denen werde ich jetzt einfach erzählen. Also, hört's gut zu. Es gibt so viele Ideen, dass ich mir die tatsächlich jetzt aufschreiben musste. Es wird natürlich weiterhin Videos geben zu dem bösen C, zu dem Mexican Beer Krankheit. Ich werde die nur nicht mehr nennen, ich werde jetzt immer sowas mit dabei haben bei solchen Sachen. Ich habe auch noch einen Livestream in Günni geplant zu seiner Kanalschließung. Ich werde dazu einiges sagen, wenn ich das technisch hinkriege, aber ich bin schon fast so weit. Und, ganz wichtiger Punkt hätte ich. Ich habe eine neue Taschenlampe, die M2R, die hatte ich ja schon und das ist die M2R Pro in einer Sonderedition, in richtig geilen Grün. Und die wird es demnächst bei mir auf dem Kanal zu verlosen geben, weil die kommt am 19. März raus mit 40% Rabatt und da gibt es bei mir wieder zu verlosen. Was haben wir denn noch alles? Natürlich wird es noch weitere Blackout-Videos geben, logischerweise. Das eine habt ihr jetzt schon gesehen, mit den 90% sterben werden. Ich habe zum Beispiel nur ein Video gemacht, das habe ich noch gar nicht gezeigt, über die Blackout-Challenge. Da haben wir ja ganz viele geschrieben, was für Erfahrungen das gemacht haben, unter Markus von Naturkraft. Kleiner, toller Kanal, hat sogar ein ganzes Video drüber gemacht. Der ist extra zu seiner Mutter gefahren und seine Mutter hat sogar mitgemacht. Ah, Markus, gute Besserung an deine Mutter, die ist gerade krank. Was gibt es denn noch? Ja, die Studie der Netzbetreiber ist neu rausgekommen. Also ihr könnt euch nur erinnern, an das Video kommt der Blackout zum 15.01.2020 und jetzt gibt es das mit den neuesten Zahlen. Also wann kommt er denn jetzt? Anführungszeichen. Münster, wir hatten schon mal einen Blackout hier in Deutschland und dazu gibt es eine Studie, auch die werde ich mir vorstellen. Wir werden einmal so eine Checkliste vom Steirischen Zivilschutzverband miteinander durchgehen, da kann jeder schauen, bin ich darauf vorbereitet oder eben nicht. Natürlich, was ich euch schon seit Dezember versprochen habe, aber momentan ist einfach so viel los, ist die Studie der Bundesregierung, was tatsächlich beim Blackout passiert. Und die hat ja ein paar hundert Seiten und die werden wir auch noch mit durchgehen. Blackout im Pflegeheim. Aber es werden auch noch ganz andere Themen kommen. Ich habe es ja jetzt geschafft. Ich bin im Herzen der grünen Energiewende. Energiewende.eu wurde mir ein Artikel gewendet. Und zwar direkt unterhalb von Professor Dr. Dr. Sinn. Also ich fühle mich da sehr geehrt. Und demnach bin ich ja ein Klimaleugner und mit normalen Argumenten nicht zu überzeugen. Also ich habe mit dem, der da geschrieben hat, einige Zeit diskutiert und ja, diese Argumente, die er gebracht hat, klangen gut, waren aber leider alle falsch, deswegen bin ich mit sowas nicht zu überzeugen. Also Energiewende, warum sie nicht funktioniert. CO2-Steuer, retten wir wirklich die Welt damit? Es wird aber auch noch viele Tipps wieder geben, zum Beispiel habe ich das Rucksack-Video gemacht und haben ganz viel gesagt, wow, der ist so schwer, der ist gar nicht so schwer. Und wie ich den so leicht gebracht habe und wie man den richtig packt, damit er sich auch leichter anfühlt, das werde ich da in einem Video zeigen. Es wird noch Vergleich Notnahrungen mal geben. Was gibt es da verschiedenes? Ich habe euch schon mal Y-Food mit vorgestellt. Es gibt natürlich noch viele andere. Was ist besser? Was ist kostengünstiger? Und. Sind E-Autos sinnvoll? Das habe ich eh schon gesagt. Ja, Wasserfilter hätte ich jetzt eigentlich als Thema gehabt. Das Problem momentan ist, es sind so gut wie alle Wasserfilter ausverkauft, weil die kommen aus China. Und ich habe mit Martin von MB Survival gesprochen und der hat ihm auch gesagt, er kriegt jetzt nur ein paar Stück rein. Er weiß noch nicht genau wann, irgendwann Mitte März und sobald die weg kann, gibt es schlichtweg mehr, weil Highlander einfach die nicht mehr herkriegt. Und so geht es alle anderen genauso. Also egal was du bestellst, an Notnahrung und sonstiges, wer jetzt noch nicht vorgesagt hat,
der hat halt schlichtweg Pech gehabt, habe ich ja schon mal gesagt. Ein cooles Thema, auf das mich ein Abonnent gebracht hat: 10 Dinge, die ich einem Shit-Hits-the-Fan-Szenario als erstes machen werde. Und es wird ein Video geben mit Christian von Prepper Fox Austria. Ganz was Spezielles, wo wir uns gegenseitig Fragen stellen. Und das heißt, ihr werdet dann meine Antworten auf seinem Kanal sehen und seine Antworten werden dann auf meinem Kanal gezeigt. Ich find's cool und ich freue mich schon richtig drauf, weil er hat mir da ganz schön knackige Fragen gestellt. Ja. Also ihr seht, und es kommt natürlich noch mehr und wie gesagt, es wird einiges geboten sein nach wie vor auf meinem Kanal. Also wie gesagt, es wird weitergehen hier auf dem Kanal. Ich will mich ein bisschen unabhängiger von dieser YouTube-Werbung machen, damit ich halt die Videos machen kann, die ich für richtig halte und nicht die YouTube für richtig halte. Und deswegen, gestern habe ich die Genehmigung bekommen, werde ich demnächst Kanalmitgliedschaften anbieten. Das heißt, wer Lust hat, darf mich da gerne unterstützen. Das geht ab 2,91 € im Monat los. Kann man so lange machen, wie man das will. Und damit werde ich natürlich unabhängiger von diesen YouTube-Einnahmen und kann die Videos machen, wo ich der Meinung bin, dass die gut sind und nicht die, wo YouTube der Meinung ist. Weiterhin natürlich, und das hat mir eigentlich im Februar richtig gerettet, das war, dass ihr schon über die Amazon-Links einkauft, weil ansonsten hätte ich mir ernsthaft überlegen müssen, den Kanal dicht zu machen. Und das hat also super funktioniert. Vielen, vielen Dank hier nochmal an dieser Stelle. Genauso wie die Links von Martin, von MB Survival. Die haben auch ja immer in der Beschreibung unten, klickt da drauf. Der freut sich auch recht. Das ist ein Ein-Mann-Shop. Und ja, von dem her finde ich das super. Ich muss mich heute hier an dieser Stelle ganz herzlich bei YFood bedanken. Die haben ja eines meiner Videos letztes Monat gesponsert und werden vermutlich das dieses Monat auch machen. Und auch sowas macht mir natürlich viel, viel unabhängiger von den YouTube-Werbeeinnahmen. Und das finde ich cool. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal, Dani. Gefreut mich recht. Es wird auch wieder ein neues Video dazu geben, und zwar als Outdoor-Nahrung habe ich das ja jetzt für mich entdeckt, weil eine komplette Nahrung mit 85 Gramm. Finde ich schon mal richtig geil. Gerade für unsere UL-Jünger oder für die, die mal einen Berg hochgehen mit dem Rucksack, ist das natürlich eine coole Sache. Kommt auch demnächst. Ja, zu meinem Video. Das, wo ich quasi gelöscht habe. Ich weiß nicht, was jetzt genau mache. Mein aktueller Plan ist der, ich werde es nochmal hochladen. Vielleicht werde ich den einen oder anderen Punkt verpiepsen oder verpixeln oder wie auch immer. Und werde das aber nicht offiziell zum Download geben, sondern werde diesen Link auf meiner Facebook-Seite Outdoor Chiemgau und auf meinen Instagram-Kanal jt_outdoorchiemgau publizieren, und dann könnt ihr euch quasi das anschauen, weil dann muss ich es nicht veröffentlichen und damit kann YouTube eigentlich nichts tun, weil die diese Videos eben erst, also wie dieses umgeschwenkt ist, das war ja schon hochgeladen, da hat nichts gefällt. Erst in dem Moment, wo ich es richtig veröffentlicht habe, da hat YouTube dann plötzlich zum Spinnen angefangen. Und deswegen werde ich dieses Video vermutlich auf dem Weg, also schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei oder auf meinem Facebook-Kanal. Weil auf YouTube werde ich es nicht so veröffentlichen. Das tue ich mir kein Zwarz, meine ich da. Ah ja, eins nur zum Schluss, haben mich auch ganz viele gefragt. Ich wollte ja ein Video mit Reini Rossmann machen, es war auch alles ausgemacht. Ich hätte nämlich auf seiner Bushcraft-Area, die er ja hat, da steht eine Hütte und da hätten wir einen Overnighter gemacht. Also mehrere in der Hütte, ich außerhalb. Und dazu hätte es ein schönes Video gegeben mit Reini, aber leider war der an dem Tag krank. Tja, also Reini, ich weiß, du bist ja wieder fit mittlerweile, hoffe ich, sonst gute Besserung. Genau, also in alter Frische, der machen wir einfach weiter. Scheiß dir nichts, dann feit dir nichts, heißt bei uns in Bayern so schön, und genau das werde ich machen. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare. Wenn ihr Ideen für Videos habt, bitte auch in die Kommentare. Das gefreut mich immer am besten und da kommen auch meistens die besten Videoideen von euch. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Pfiat euch.
drum. Szene. Falsche Szene. Scheißdreck. Jetzt hat der jetzt auch gerade drüber filmen. Gefallen. Scheiße. War nix. Szene 3. Ist doch wieder schief. Ja, Kruzifix. Szene 3 probiere ich einfach nur mal.